Das Thema Waffen ist vielfach Auslöser von Vorurteilen und Ängsten. Insbesondere vom politisch linken Spektrum wird immer wieder eine Verschärfung des Waffengesetzes oder gleich ein totales Verbot des privaten Waffenbesitzes gefordert. Wir versuchen hier diese hochemotionale und komplexe Thematik möglichst sachlich und realitätsbezogen zu behandeln. Das Bedürfnis, sich zu bewaffnen, gibt es schon seit die Menschheit existiert. Pfeil und Bogen beispielsweise wurden anfangs hauptsächlich zur Jagd verwendet. Man erkannte jedoch schnell, dass Waffen es ermöglichen, körperliche Unterschiede auszugleichen. Ein schwacher Mann mit einer Pistole kann sich somit erfolgreich gegen einen stärkeren Gegner zur Wehr setzen. Um den Waffenbesitz in geregelte Bahnen zu lenken, haben die Regierenden Waffengesetze erlassen. In diesem Beitrag geht es ausschließlich um die österreichische Gesetzgebung. Folgende Betrachtungen sind bewusst einfach gehalten und stellen keine Rechtsberatung dar. In Österreich hat jeder Staatsbürger ab einem gewissen Alter das Recht, eine Feuerwaffe zu erwerben und zu besitzen. Ausgenommen sind jene Personen, gegen die ein Waffenverbot verhängt wurde. Jede Schusswaffe wird in ein zentrales Waffenregister eingetragen. Der Gesetzgeber unterteilt Schusswaffen in drei Kategorien. Unter Kategorie A fallen alle verbotenen Waffen, wie zum Beispiel vollautomatische Maschinengewehre, aber auch Schlagringe, Totschläger und vieles mehr. Für den privaten Besitz solcher Waffen bedarf es einer Ausnahmegenehmigung. Mit dem Erscheinen des neuen Waffengesetzes in Krafttreten 2020 wurden auch Privatpersonen mit der Kategorie A verbotene Waffen und Kriegsmaterial faktisch involviert und beschäftigt. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt von verbotenen Waffen. Wenn man jetzt also diese halbautomatische Waffe als vollautomatische bezeichnen würde, wäre es ein verbotener Gegenstand. Mit einer normalen Glock-Pistole wäre das eine Kategorie B. Mit einer Magazinkapazität von mehr wie 20 Schuss wäre dieses große Magazin eine Kategorie A und die ganze Waffe wird zu einer verbotenen Waffe, die allerdings in das zentrale Waffenregister des Besitzers eingetragen werden konnte. Zusätzlich konnte man eine Kategorie B mit einem mehr wie 10 Schuss Magazin verfügen oder versehen und es wurde automatisch dann ebenfalls eine verbotene Waffe. Für die Jäger bedeutet dieser neue Gesetzestext, diese neue Gesetzesänderung, dass Jäger seit dem Jahre 2020 auf ihren Jagdwaffen Schalldämpfer verwenden dürfen. Dieses gilt nicht nur für Jagdkugelwaffen, für Schrotwaffen. Die Verwendung von Schalldämpfern für Jäger wird auch verwendet zum Aufschrauben auf Kurzwaffen, Pistolen oder fallweise für Revolver, was eher selten vorkommt. Pistolen, Revolver und halbautomatische Gewehre, wie die Zivilversion des bekannten SDG 77, werden der Kategorie B zugerechnet. Die Einteilung der Waffen, für dessen Erwerb man eine Waffenbesitzkarte bzw. einen österreichischen Waffenpass braucht. Als erstes die klassische Selbstladepistole mit Magazin. Als zweites der Revolver, egal ob herausklappbar oder nicht herausklappbarer Trommel. Halbautomaten, entweder mit Kugelpatronen oder Schrotautomaten, eben wie der Name sagt, mit Schrotpatronen. Und zusätzlich, wenig gesehen, aber es steht im Waffengesetz so drinnen, der klassische Schrotrepetierer, eigentlich ein Einzellader oder auch Mehrlader durch Repetiervorgang ebenfalls mit Schrotpatronen gehört zur Gruppe B des Waffengesetzes, für dessen Erwerb man österreichische waffenrechtliche Dokumente braucht. Eine Waffenbesitzkarte kann unter gewissen Voraussetzungen wie ein Mindestalter von 21 Jahren, einem psychologischen Gutachten und der Vorweis eines Waffenführerscheins bei der Behörde beantragt werden.
Eine Waffenbesitzkarte berechtigt allerdings nur zum Besitz einer Waffe. Zum Führen von Schusswaffen im öffentlichen Raum benötigt man einen Waffenpass. In Österreich ist es in letzter Zeit beinahe unmöglich, ein derartiges Dokument bewilligt zu bekommen. Polizisten, Justizwachebeamte und Angehörige der Militärpolizei hingegen haben ein Recht auf die Ausstellung eines Waffenpasses. Zu guter Letzt kommen wir zur Kategorie C. Also die Waffen, die wir hier liegen haben, das sind alles Waffen der Kategorie C. Kategorie C heißt sogenannte Freiwaffen. Für den Erwerb muss ich 18 Jahre sein und darf kein Waffenverbot ausgesprochen bekommen haben. Das sind eigentlich die einzigen Voraussetzungen, die man dafür haben muss. Welche Waffen zählen zu der Kategorie C? Das sind einmal so alte Militärkarabiner, wie hier dieser 98er System. Das ist eine Waffe der Kategorie C, quasi ein Kugelrepetierer. Hier haben wir, was man aus den Wildwestfilmen kennt, Winchester-Systeme, Unterhebelrepetierer, gehören ebenfalls zur Kategorie C. Ebenfalls Kugelgewehre. Hier haben wir ein Scharfschützengewehr der Firma Mannlicher, also heutzutage Steyr Arms. Die zählen auch zur Kategorie C bis zum Kaliber 338 Lapp. Noch größer sind erlaubt. Dann haben wir hier Schrotflinten, zählen auch zur Kategorie C, hier in einer kurzen taktischen Variante. Haben zwei Schüsse, also ich kann zwei Schüsse abgeben, ist ebenfalls Kategorie C. Und hier haben wir noch einen Exoten, schaut optisch aus wie ein Sturmgewehr, ist aber kein Halbautomat, sondern ein Repetierer. Hat quasi keine Gasdruckladung, sondern wird hier bedient. Das Einzige, was gleich ist mit einer AR-15, ist eigentlich der Verschluss und die Optik. Und ist somit ebenfalls eine Kategorie C-Waffe. Demgegenüber wird bei halbautomatischen Waffen nach nur einmaligem Repetieren durch Betätigen des Abzugs ein Schuss abgegeben und automatisch nachgeladen, bis das Magazin leer ist. Für jeden Schuss muss der Abzug erneut betätigt werden. Um ein Gewehr der Kategorie C zu kaufen, muss man, wie gesagt, mindestens 18 Jahre alt sein und 3 Tage Wartezeit einhalten, bevor man die Waffe erhält. Diese Frist wurde eingeführt, um Affekthandlungen zu verhindern. Für Menschen, die eine Waffe als Mittel zur Selbstverteidigung bereithalten wollen, ist dies eine relativ einfache und unbürokratische Lösung. Bedenken Sie aber, dass die rechtlichen Konsequenzen nach einer Schussabgabe im Fall einer vermeintlichen Notwehr mitunter sehr unangenehm werden können. Es gilt der Spruch: Schieß oder schieß nicht, du wirst es bereuen. Der Gesetzgeber schreibt allerdings auch vor, dass eine Schusswaffe vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden muss. Auf gut Deutsch, sie muss versperrt aufbewahrt werden. Jedoch ist dies auch in geladenem Zustand erlaubt. Der Besitzer eines Gewehres der Kategorie C ist natürlich berechtigt, die passende Munition zu erwerben. Kurioserweise darf man keine Vollmantelgeschosse kaufen. Dafür braucht man eine Waffenbesitzkarte, einen Waffenpass oder eine Jagdkarte. Ausgenommen sind Büchsen, aus denen Faustfeuerwaffenmunition verschossen wird. Wie zum Beispiel der vorhin erwähnte berühmte Winchester und der Hebelrepetierer. Teilmantelgeschosse hingegen können problemlos erstanden werden, obwohl diese Projektile durch das sogenannte Aufpilzen weitaus schwerere Verletzungen verursachen als Vollmantelgeschosse. Da wir schon bei Kuriositäten sind, wären folgende Eigenheiten des österreichischen Waffengesetzes noch erwähnenswert. Seit 1. Jänner 1995 sind sogenannte Pumpguns verboten, das heißt, sie wurden der Kategorie A zugeordnet. Dabei handelt es sich um Schrotflinten mit einem mehrschüssigen Magazin, welche durch Zurückziehen des Vorderschaftes repetiert werden. Anlass für dieses Verbot waren einige Familientragödien und Überfälle, bei denen solche Waffen verwendet wurden. Halbautomatische Schrotflinten, mit denen eine weitaus schnellere Schussabgabe möglich ist, gehören hingegen zur Kategorie B und sind weiterhin erlaubt. Außerdem gibt es auch Pump-Action-Rifles, das sind Vorderschaft-Repetierbüchsen, die so wie Pumpguns funktionieren, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht Schrotmunition, sondern großkalibrige Gewehrmunition verschießen und von jedem über 18-Jährigen erworben werden dürfen.
Der Umstand, dass unseren Recherchen zufolge in Österreich noch nie etwas mit derartigen Waffen passiert ist, beweist, dass Herr und Frau Österreicher im Umgang damit besonders vernünftig und gewissenhaft sind. Eine missbräuchliche Verwendung dieser Waffen kann natürlich niemals zur Gänze ausgeschlossen werden. Abgesehen von den erwähnten, etwas unlogisch anmutenden Ausnahmen ist unser Waffengesetz in Österreich jedoch relativ liberal. All jene, denen unser Waffengesetz noch nicht streng genug ist, sollte sich vor Augen führen, dass in unserem Land geschätzte 1 bis 2 Millionen illegale Schusswaffen existieren. Aus den Militärbeständen des ehemaligen Jugoslawien beispielsweise sind massenhaft Sturmgewehre des Typs Kalaschnikows auf dem Schwarzmarkt gelangt. Terroristen und Verbrecher kommen somit relativ leicht an einen Schießprügel. Darüber sollten sich die Waffengegner Sorgen machen und nicht über die gesetzestreuen Legalwaffenbesitzer. Es ist im Übrigen nicht die Waffe, die tötet, sondern der Mensch, der sie benutzt.